Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen dem SK Rapid Wien und dem Spuso SK in St. Pölten. Am Ende gab es für die Hausern einen 2:1-Sieg. Robert Ibertsberger, die heutige Partie war für uns definitiv keine leichte, sehr, sehr hoher Druck der Heimmannschaft. Wie hast du heute die 90 Minuten erlebt? Ja, es waren schon sehr starke 90 Minuten von Rapid, das muss man auch ehrlich zugeben. Wir sind zwar 1-0 in Führung gegangen, aber ich glaube, es war einer von unseren ersten Torschüssen und haben leider diese Führung ja, sehr schnell wieder aus der Hand gegeben. Sprich, ich glaube, in 2-3 Minuten war der Ausgleichstreffer wieder da und ich glaube, das wäre für uns einfach wichtig gewesen, länger in Führung zu bleiben, damit du auch mehr Sicherheit im Spiel hast. Und das hat einfach gefehlt bei uns, wenn man gesehen hat, wie viele Torschüsse oder ja, Chancen wir den Gegner zulassen haben. Ist es einfach zu viel gewesen und von dem her war eigentlich dieser Endstand ja, eher schmeichelhaft, weil es waren schon einige tolle Paraden vom Riegler dabei, der uns eigentlich lange im Spiel gehalten hat und man hat dann trotzdem gesehen, dass wir zweite Halbzeit fast einen Lucky Punch gehabt hätten zum Ausgleichstreffer. Ob jetzt verdient gewesen wäre oder nicht, sei dahingestellt, aber Fakt ist einfach, dass wir dann einfach große Probleme wieder gehabt haben mit dem Positionsspieler von Rapid, die speziell in der ersten Halbzeit uns unsere Viererkette immer wieder auseinandergezogen hat und wir dementsprechend sehr, sehr wenig Zugriff bekommen haben. Und ja, da war einfach Rapid besser. Generell waren sie besser und zweite Halbzeit war es einfach so mit der Umstellung, dass wir etwas tiefer gestanden sind und haben aber einfach nicht diese Entlastungsangriffe gehabt, weil wir einfach zu wenig Ballsicherheit gehabt haben. Das heißt, sehr viele Ballverluste nach Ballgewinn, sehr leichte Ballverluste und ja, hängt natürlich auch mit dem zusammen, dass du ja, diese Sicherheit dann nicht am Platz gehabt hast und dann passiert sowas, dass du sehr wenig für Entlastung sorgen kannst, sprich einmal durchschnaufen kannst dann und das wird dann sehr, sehr schwierig. Vielen Dank, darf um eure Fragen bitten. Okay. Offensichtlich alle zufrieden, oder? Alex? Weil du das Positionsspiel von Rapid erwähnt hast, habt ihr es anders erwartet oder haben es die Spieler einfach nicht so geschafft, wie es das du vorgegeben hast? Naja, sie haben immer wieder variiert. Also das war nicht immer gleich, sondern sie haben immer wieder variiert und dementsprechend war es sehr schwer, das auch immer wieder in den Griff zu bekommen. Und das war einfach das, was sie speziell erste Halbzeit sehr, sehr gut gemacht haben. Durch die Umstellung haben wir es dann besser im Griff gekriegt. Aber dadurch waren wir dann auch um die Nuance tiefer und da waren die Wege auch weiter. Aber nochmal, es hätte schon auch passieren können, dass du einfach trotzdem für die Entlastungsangriffe immer wieder sorgen kannst. Aber durch diese ja, leichten Ballverluste in der Vorwärtsbewegung wird es halt dann schwierig, nicht? Wenn du nach vorne arbeitest und hast nach 2-3 Pässen schon wieder den Ballverlust und musst schon wieder nach hinten laufen. Also das ist dann nicht lustig und sorgt dann nicht für Sicherheit. Und ja. Nochmal, es war trotzdem ein sehr, sehr guter Gegner. Man merkt auch oder man hat auch gesehen, dass sie wirklich vorne mitspielen, auch so wie es jetzt ausschaut, um die Meisterschaft mitspielen und das haben wir auch gespürt. Nur eine Nachfrage, die ist sicher aufgefallen. Der Samuel Dette hat gegen Rapid für den LASK oft für viel Betrieb gesorgt. Ist der einfach nur zu kurz bei der Mannschaft oder was war der Grund, dass er jetzt so spät kommt, obwohl außer Alex Schmidt, der finde ich wieder gut gespielt hat, aber der Rest davon ist eigentlich nichts gegangen? Das ist schon auch der Plan, dass man vorsichtig jetzt vorbereiten für die nächsten Aufgaben, weil er doch sehr lange kein Balltraining gehabt hat und es war seine erste Trainingswoche mit Ball. Und daher haben wir ganz klar festgelegt, dass wir ihn die nächsten 2-3 Wochen einfach dahingehend vorbereiten, damit auch muskulär nichts passieren kann. Also 2 Wochen nur durch Lauftraining ist das schon ein Riesenunterschied und das hat er selber auch gesagt und gemerkt, dass das schon jetzt eine anstrengende Woche war für ihn, aber wir werden ihn behutsam aufbauen, damit er dann auch wirklich uns auch dann dementsprechend weiterhilft. Weitere Fragen? Offensichtlich keine, dann bedanke ich mich bei Robert Ibertsberger für dieses Statement und wünsche noch einen schönen Abend.